So, willkommen zurück zu Hi-Fi Rush bei Track 7, der Anstieg. Wir müssen nach oben zu Korsikas Büro. Aber hier haben wir so ein paar Roboter, die, gegen die wir immer in diesen Kampfszenen gekämpft haben. Eventuell passiert ja irgendwas. Mal sehen. Als hätte ich das gedacht, ne? Das war so offensichtlich. Warum ist das das Y gewesen, nicht X? Naja gut, der Kampf war jetzt aber auch nicht so lang. Liftzugang wird abgeriegelt. Oh, das da oben ist aber ganz schön weit. Oben. Und die flotte Route ist dicht. Ach, den Schei, den ich kenne, hält sowas nicht auf. Macaron, du kennst mich 5 Stunden oder so. Schickt sämtliche Security, um ihn zu fangen oder wenigstens aufzuhalten. Ich brauche meine Ruhe. Peppermint! Peppermint, na komm! Versuch's hiermit! Okay, dann mal ein Fight. Fight! Verkackt! Oh. Ist die Katze nicht voll cute? Ich finde sie schon cute. Das ist ja nett. Das ist ja auch witzig. Oh nein, die sind doch timerbasiert, oder? Ja, sind sie. Okay. Also, wir haben ja mal. Achso, das ist die. Ah, okay, das ist einmal. Nee, okay. Oder? Yes. Cinnamon, erzähl mir alles über Korsika. Schauen wir mal. Fleißig, fordernd, humorlos. Die perfekten Eigenschaften für einen Boss. Allerdings ist sie erst ein halbes Jahr bei Vandelay. Mir kam es so vor, dass sie sich Kale beweisen will, seit wir ihr begegnet sind. Ziemlich unsicher für eine Sicherheitschefin. Hey, ein Witz von Peppermint. Gefällt mir. Oh lol, nein. Hinweis an alle Sicherheitskräfte. Der Zugang zu den Fahrstühlen ist vorübergehend gesperrt. Bitte nutzt die Treppe. Das ist eine gesunde Alternative. Sicherheitskräfte. Treppe, gesunde Alternative. Roboter, als ob die Sport benötigen. Also hier können wir die Wand kaputt machen, aber wozu ist dieser Push-Knopf? Der ist doch viel interessanter.
glaube, die Wand ist eigentlich eher der Weg, wo es nicht weitergeht, ne? Du schaffst das, Mac! Bin da. Auf die Makaron! Vorsicht, hier komme ich! Zeig's ihnen! Alles bereit? Ah ja. Makaron, ran da! Bin da. Auf die Makaron! Alles bereit? Versuch mich zu konzentrieren. Wenn du den Defekt mit der Gitarre siehst, sag Bescheid. Hallo? Ich habe eine Gitarre in der Hand und ich... Also hör auf rumzupfuschen. Wir sollen den Defekt suchen. Ja, das steht neben dir, du. Okay, ich muss gegen diesen blöden Roboter kämpfen, ne? Ich habe das nämlich schon gesehen. Das ist dieser Blöde mit dem Timing. Ja, also, ich würde mal sagen, so ganz schlecht habe ich das jetzt nicht gemacht. Das geht natürlich besser. Okay, das brauchen wir jetzt. Nein, falsche Fähigkeit. Falsche Taste. Nein, du bleibst hier. Nein, warte. Nein. Er macht's. Okay, und ich habe mein Backup genutzt. Ja, bitte? Du schaffst das, Mac. Halte mal die Arme hoch. Auf geht's. Yeah. Nein, er fährt nicht. Ah, er macht schon wieder. Ah. Und damit tot. Ich hasse diesen Kerkroboter, weil ich den aber nicht kann. Ach so, und natürlich wird meine Lebenspunkte, wenn ich sterbe, nicht gespeichert. Also das Backup. Natürlich nicht. Mal. So. Bitte schön. Alter. Ja, Gefahr. So, wie sieht's hier aus? Schön.
Wie gerade? Ja, ich sehe gerade, mein Controller nutze ich mal wieder richtig hart ab. Ich hasse das. Aber das geht noch. Auf geht's! Vorsicht, hier komm ich. Ja, kann nicht so schwer sein, hier so eine Wand kaputt zu machen. Mann, so. Der Pfeil sagt dahin, dann ist das wahrscheinlich so ein Special Raum. Ja, mit so einer Statue. Cool. Noch mehr asynchrone Sicherheitsknoten. Ihr Spezialgebiet, Miss Peppermint. Sie sind sicher aufgeregt. Total. Auf geht's! Mach's Mist. Platt! Peppermint! Zeig sie ihn! Mist! Peppermint, na komm! Yeah! Ja. Jetzt? Achso, es geht noch weiter höher. Oh nein, da muss ich hin. Da ist so ein Chip. Oh, Kacke! Ah. Okay. Ja, cool. Ja, cool. Und hoch. Hoch heißt so. Nein! Gut, wir müssen weiter. Also wieder eine Kampfzone mit einem Schildi, aber ich hoffe nicht noch mit so einem komischen Blockheini. Oh Mann, wessen Idee war es, ein komplett senkrechtes Sicherheitsgebäude zu bauen? Ich muss sagen, ich bin nicht sehr motiviert, zurück an die Arbeit zu gehen. Hey, ich hab ein Bewusstsein, Alter. Das ist ein bisschen toll. Oh Mann. Treppen sind gesund, ja. Ey, ich bin nicht motiviert. Okay, Macaron.
Teil. Au, au. Power, au, falsche Taste. Falsche Taste zum Ausweichen. Drücken kann ich gut. Oh Mann. Mist. Witsch doch. Jedes Mal verkackt das mit der Taste, ne? Wenn wir die Ausweichtaste drücken. Aber ich drücke mal die falsche. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal den Unrit. Dann haben wir den hier fertig. Ja, die Kämpfe werden, werden heftiger. Wenn am Anfang noch... Wie kriege ich das Passwort? Wir planen noch. Plant? Besser. Uns läuft die Zeit davon. Du trägst ja nun nicht viel dazu bei. Miss Peppermint, bitte verwirren Sie Mr. Chai nicht. Er ist nicht die hellste Kerze im Schrank. Genau. Moment. Oh, Peppermint. Corsica ist in Ihrem Büro, richtig? Wenn du es schaffst, Ihren Bildschirm zu spiegeln, können wir Ihr Passwort abfangen. Besser als nichts. Versuch's. Was ich sagen wollte... Am Anfang wirkt es noch so, oh, die Kämpfe, die sind ja eigentlich nicht herausfordernd, aber völlig okay, weil die machen halt Spaß und so weiter und so fort. Ja, aber das ändert sich schlagartig. Also jetzt haben wir wirklich eine Herausforderung, wenn man jetzt nicht so richtig krass geskillt in solchen Spielen ist, dann brauchen wir schon mal ein paar Versuche.
Vor allen Dingen, weil man hier so viele Tasten hat, ne? Also viel, viel, viel mehr als bei Metal Hellsinger. Komme ich teilweise auch manchmal damit durcheinander. Ne, ist hin. Die Statuen finde ich auch mega lustig. Haben sie alles richtig schön gemacht. Da oben gelangen. Ein gutes Spiel. Okay, wir können hier wieder ein bisschen was kaufen. Oh, wir können uns Lebenskern kaufen, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Leben. Ein Balken mehr, wow. Da lang? Aber hier ist ja auch noch irgendwie eine Treppe. Verdächtige Türen, Büro, interne Kommunikation 7177920. Sind noch jemand diese seltsamen Türen auf dem Campus aufgefallen? Ich habe sogar schon eine E-Mail an die PGR-Einheiten in der R&D geschickt. Aber die sind noch weniger hilfreich als sonst. Normalerweise würde ich sagen, dass ich ein ungutes Gefühl bei diesen Türen habe, aber solange ich nicht durch sie durchgehen muss, ist mir das eigentlich egal. Dieses neue Modell schreibt mich an, dass ich arbeiten soll. Aber es gibt mir seine Arbeit zu tun. Aber ich sollte nicht klagen. Es gibt viel zu tun. Und ach, wie gut die Arbeit ist. Ah, ich denke, du hast gedacht, ich löse weg. Bitte. Da will ich ja noch hin. Wie? Guck mal, der Typ da drüben. Eins der alten Modelle, das sie aus der Produktion geschickt haben. Der weiß kaum, was er tut. Bewundert bestimmt meine Fähigkeiten. Ich sag's dir, diese alten Modelle halten uns echt auf. Wir neuen Modelle wissen, wie man anpackt. Du hast den Falschen. Baller doch diese ganze Energie den Modellen da drüben rein. Wo denn da hin? Irgendwo muss er noch hochkommen. Aber erstmal die Tür hier. Eine komische Tür. Macaron, was sagst du? Interessant. Das ist keins von unseren Standardmodellen. Ich sehe mir das an. Aber was da auch drin ist, im Moment kommen wir nicht dran. Irgendwie hier drin ist das, ne? Kommen denn da hoch? Das ist ja mysteriös. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt.
Ja. Ist ein doof, aber... Ist so. Obwohl... Ah, nein! Ich weiß wie! Ha, ha, ich bin gut. Ja, ich bin doch ganz clever, würde ich mal sagen. Okay, ja, jetzt war er. Aber wie sieht's denn da jetzt drin aus? Das ist immer noch eine andere Sache, oder? Oh, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ups. Das ist ja mysteriös. Ja gut, dann gehen wir mal hier weiter, ne? Mein Gitarrenritt wurde abgebrochen. Kill ich jetzt dich, finde ich super. Was ist denn das für ein Vieh? Natürlich krieg ich's nicht hin. Oh nein! Oh, aber hingekommen. Das Geblocke. Was ist das für ein großes Vieh? Schön vermasselt, Peppermint. Mr. Chai, wir machen alle Fehler. Besonders Sie. Das Spiegeln hat geklappt, aber nur kurz. Aber hör mal, Chai. Sie hat sich Spectra-Akten angesehen. Die Sache mit der Gedankenkontrolle. Sie hat sich ihren Weg herein erzwungen. Sie will also wirklich die Wahrheit wissen. Das ist natürlich gut zu wissen. Ich würde sagen, wir hören hier aber auf. Es hat gespeichert jetzt hoffentlich nach dem Kampf. Wenn nicht, naja, wir werden mal sehen. Ne? Also so ganz gemein ist dieses Vieh ja nicht. Das kriegen wir ja nicht hin. Wenn wir es wieder gesehen haben, dann würde ich sagen, hier machen wir Stopp. Nächstes Mal machen wir weiter. Wisst ihr jetzt zumindest, dass die Sicherheitschefin sich Spectra ansehen möchte, weil sie ja eigentlich gar nicht wirklich davon weiß, denn... Die hat da keinen Vollzugriff drauf. Und vielleicht kriegen wir sie ja wirklich als dritte Switch-Möglichkeit. Wäre ganz cool, irgendwie. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.